Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear. Ja, letzte Folge war es ja relativ ruhig. Also für Layers of Fear Verhältnisse ruhig. Aber wir haben dieses komische Bild entdeckt, dass wenn man drauf zugeht, es sich immer weiter nach hinten schiebt. Und uns so komisch beobachtet. Fast so, als ob es eine Art Gang bildet. Alter, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, oder? Kann ich da rein? Okay, ich kann da wirklich rein. Ich komme nicht weiter. Muss ich mich umdrehen? Ich habe mit Schlimmerem gerechnet, aber nicht, dass das Bild hinter uns steht. Okay, das geht ja noch. Wieso wabbelt das so komisch? Kann ich in das Bild reingehen? Nein. Was? Ist das ein Auge? Was? What? What the fuck? Hallo, darf ich raus? What? Was war das? Okay. Wir stehen offenbar ein bisschen unter Beobachtung. Man könnte sagen, Big Brother is watching you. Hä? Leere Bilderrahmen? Wieso sind ja leere Bilderrahmen? Und wo ist die verdammte Komponente? Warte mal, das kennen wir schon, okay. Komm ich da hin? Ah, ich komme da hin. Ach, der Maulkorb. Ja, ja, alles klar. Den hatten wir schon gefunden in der letzten Folge. Und was hat es immer noch mit dieser roten Vase auf sich? Wir finden sie immer und immer wieder. Oh, hier sieht es auch angenehm mehr aus. Oh, Déjà-vu. Doppelratten. Boah, ich sehe gar nichts. Aber da scheint man nicht durchzukommen. Na gut, probieren wir es hier. Okay, die geht auf. Oh. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ist es irgendwas mit 3 Uhr nachts. Dass dann so ein Jumpscare funktioniert, ist klar. Tropft da Blut von der Decke? Scheint der Rohrschütter eben auch schon. Ey, dieser Soundtrack macht einen jetzt schon irre. Licht! Hui, Licht! Ist hier noch was? Nee, ne? Okay. Was ist das denn? Sieht irgendwie krank aus. Irgendwie ganz merkwürdig. Oh, hier ist was. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine.
whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Ja, Alkohol betäubt, ne? Und zwar verdammt gut. Was ist das denn für ein Schrank? Hm? Wofür ist denn jetzt diese komische Kurbel gut? Und rechts sieht ja aus wie ein Bohrer. Aber es ist nicht die Komponente, die wir brauchen. Wieso ist denn das hier so geschmolzen? Sieht aber irgendwie cool aus. Weiß auch nicht warum. Irgendwie hat das was. Aber wofür ist diese verdammte Kurbel? Ja, nee, ist ein normaler Schrank. Der ist mal normal, das ist ja kaum zu glauben. Eine tote Ratte, die jetzt sich auflöst? What? Wow, Mann! Ich glaube wirklich, das Ding bringt uns im Endeffekt um, aber wir wachen irgendwo anders wieder auf. Also wenn man dieses komische Ding hört, sollte man nicht stehen bleiben, sondern verdammt schnell abhauen? Oder wie? Krasser Türmechanismus. Hier ist nichts zu mitnehmen, ne? Irgendwie. Moment. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, wir haben eine Kette gezogen. Daraufhin hat sich das ganze Gedöns hier gedreht. Müssen wir da nochmal dran ziehen? Oder muss das hoch? Hochschieben können wir es nicht, nur runter. Es hat sich jedes Mal ein Stück weiter bewegt, ne? Die Balken, die zum Verriegeln sind jetzt im Endeffekt weg. Was ist das? Ein überdimensionaler Riesenlichtschalter. Ich check aber immer noch nicht, was das mit dem Geist auf sich hat, der uns jetzt zweimal erwischt hat. Killt er uns? Killt er uns nicht? Muss man vor dem abhauen oder nicht? Ich hab null Ahnung. Was ich mitnehmen? Ist doch ein Brief. Nee, geht nicht. Hm. Aber das können wir uns anschauen. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Ich krieg dich wieder hin? Okay, das ist ein bisschen sonderbar.
Hängt das Bild da nicht falsch rum? Da sind die Fenster zugefallen, oder? Ich komme da aber nicht hin, ne? Nee. Ja, doch hier außen. So hängt denn das falsch rum? Da gibt es bestimmt einen Grund für. Das könnte auch eine Art Hinweis sein. Okay. Können wir den nochmal drücken? Nee. Was haben wir jetzt mit dem Schalter gemacht? Wir haben im Endeffekt das Licht da oben ausgeschaltet oder sowas, aber... Was zur Hölle können wir hier jetzt machen? Oder müssen wir hier machen? Oder können wir wieder rausgehen? Wir sind wieder beim Aufzug. Okay. Ja gut, dann liften wir uns nochmal durch das Gebäude. Na, geht zu. Aber wohin? Links oder rechts? Ich habe nach rechts gedrückt, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil der Blut war. Vielleicht war das der Grund. Aber es hat funktioniert. Wir fahren auf jeden Fall nach oben. Oder auch nicht. Hallo? Service? Hä? Notfall irgendwas, ja. Ja, und jetzt? Kann ich hier irgendwo dran rumfummeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich die Tür aufmachen? Auch nicht. Okay. Das haben wir die ganze Zeit gehört. Wo sind wir jetzt? Geht das auf? Aber in die Richtung, ne? Ja, nach links. Hä? Oder auch nicht? Was? Ist das der Aufzugsschacht oder was? Aber gar nicht bewegen. Den auch nicht. Aber den. Was? Geht. Das ist genauso hoch wie eben oder kommt das gerade runter? Okay, können wir nicht bewegen. Probier die Gitter noch mal aus. Tut sich nur nirgendwo was. Keine Chance, sie zu bewegen. Doch, den jetzt. Oh. Eigentlich sind wir jetzt platt wie eine Briefmarke. Wir sind aber wieder ganz woanders.
Nicht, dass man da jedes Mal stirbt und dann im Endeffekt völlig woanders respawnt, aber ich glaube nein. Ich glaube, das muss wirklich so sein. Aber wo ist die andere Komponente? Was habe ich gehört? Hier drin vielleicht. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal gehört habe. Den Spruch. Natürlich regt jetzt immer noch Stil echt. Gefühlt ist das ja der längste Weg für eine Komponente, die wir brauchen. Oh, Moment mal, Moment. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte den Brief nehmen, kann aber nicht. Das können wir auch nicht nehmen. Müssen wir wieder raus? Ja, scheint so. Aber wohin? Irgendwas leuchtet doch hier so komisch rot. Ja, da kann man da nicht hin, ne? Kann an diesem Stuhl nicht vorbeigehen. Mitnehmen können wir es auch nicht, was auch immer das ist. Sieht merkwürdig aus. Stimmen von irgendwo, wieder von draußen. Ja, ist nicht am lautesten. Soll ich da rein? Offenbar nicht. Okay, dann gehen wir woanders lang. In diesem Flur waren wir aber auch schon mehrmals und der sieht auch jedes Mal zerstörter aus. Und nasser irgendwie. Sonst gibt es hier aber nichts. Wir sind im Büro. Da waren wir ganz am Anfang mal. Und sind dann nie wieder hier hingekommen. Und es ist so freundlich hier drin. Und so aufgeräumt. Was? Telefon? Wo ist das? Wo klingelt's denn? What? Okay. Wir sollten rangehen. Talk to me. Why won't you talk to me? Ach, Moment, kann ich jetzt hier wählen? Tatsächlich. Könnt ihr eine Nummer wählen, aber ich weiß doch gar nicht welche. Wen zur Hölle soll ich denn anrufen?
Hier ist was. Okay, finde ich hier irgendwo einen Hinweis auf eine Nummer? Geht es um das Gemälde Babyface? Aber kein Hinweis darauf, ob ich jemanden anrufen soll. Was Geschmolzenes und eine Menge Orden und ein Kameraausraster. Na? Hallo? Ach, die geht nicht auf. Ach so. Okay. Steht auf dem Bild vielleicht irgendwas? Drei, sechs, drei. Schnitter, da hättest du doch eher drauf kommen können. Drei, sechs, drei. Soll ich das jetzt wählen? Ja, ne? Drei. Nope. Sechs. Drei. Es klingelt hier hinten irgendwo. Von hier hinter. Ja, wie kommt man da rein? Beim ersten Bücherregal, da hat so ein Ding geflackert, aber hier ist irgendwie nichts. Alter, sieht das heavy aus, Mann. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind ja immer noch bei dem Telefon, wo wir aber nicht hinkommen. Sehen wir ohne Licht mehr? Okay, das ergibt keinen Sinn, aber irgendwas piept hier. Wie zur Hölle kommen wir da ran? Muss da irgendwo ein versteckter Schalter sein oder sowas? Oder kommen wir hier raus? Nein, kommen wir nicht. Können wir die verschieben? Nein, können wir auch nicht. Okay, wir gehen das Regal hier nochmal komplett ab. Irgendwas ist. Wieso wackelte gerade alles? Moment, da war gerade was. Ja, nur die Schublade. Das sieht immer noch so heftig geil aus. Aber wie kommen wir da hin? Warum wackelt das hier alles? Hat das einen Grund? Oder muss man die Nummer irgendwie nochmal wählen? Ernsthaft? Da ist eine Tür.
Schnitter, warum guckst du dich nicht gleich vernünftig um? Dann hättest du die eher gesehen. Aber wir hätten den coolen Blick nach oben nicht gehabt. Okay, das sieht nicht sehr einladend aus. Und ob das wirklich nicht sonderlich einladend ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao!